Wenn wir noch einen Rest von Freiheit behalten wollen, geht das nur ohne 15 Minuten Städte. Ihr habt's gehört. Das Zeug wird kameraüberwacht. Was das bedeutet, ist völlig klar. Es ist nicht mehr möglich, eine Widerstandsgruppe mit mehr als einer Person zu gründen. Friedensfreiheit. Punkt. Weil der Weg dahin Demo. Wird schon gefilmt. Zum anderen. Telefonieren können wir ja eh schon heute nicht mehr. Ah ja. Was wir in unserer Wohnung machen müssen, um die Telefone rauszuschaffen, die erwiesenermaßen dazu dienen, meine Familie abzuhören, das ist nur noch lächerlich. Wir werfen Rundblicke, wo liegt ein Handy von den Kindern? Wo liegt unser Hausschnurlos-Telefon? Raus damit und dann können wir reden und wissen immer noch nicht, ob wir verwandt sind. Und das ist jetzt schon, bevor diese Gauner solche Dinge machen. Das hat immer so einen tollen Namen. Sie sorgen sich um unsere Gesundheit. Dafür werden wir totgeimpft und kaputtgeimpft. Sie sorgen sich um das Klima. Dafür verlieren wir unsere Freiheit. Mit solchen Schurken kann niemand einen Blumentopf gewinnen.